So, und da sind wir auch schon wieder. Wie ihr wisst, nun, jetzt lösen wir den Cliffhanger auf. Was ist da drinne? Okay, einer der beiden Dolche von hier. Sehr schön. Ja. Wie wir sicherlich immer noch wissen, suchen wir einen Weg in die Zitadelle. Aber vorher... Dann gehen Ach, wir shit. jetzt wahrscheinlich weg. Naja. Aber er hat diesen Move wiedergebracht. Ich glaube, das ist sein Lieblingsmove. Ja, ich glaube, wenn er irgendwo seine Hobbys angibt, schreibt damit drauf, Sarazen, die das Schild in die Kehle haben. Verteidigt euch! Wo seid ihr? Wo kommt ihr her? War doch gar nicht da. Komm, habt ihr kein Zuhause? Jetzt braucht ihr nicht mehr hin. In den Kampf! Erfahrungsmeter, ah, der sagt, ich brauche die Krieger sind jetzt versammelt. Wir sind bereit, in die Zitadelle vorzustoßen. Knack, knack. Ich mag das Geräusch immer noch. Der Sieg wird unser sein. Verdammt schnell sein. Ja, immer in Bewegung bleiben und auf die Feuer achten. Die ist echt heiß. Selber als gegen mich zu kämpfen, auch schön. Ja. Ich wollte es jetzt eigentlich elegant lösen, dass er wieder verbrennt, aber... Nee, nein, nicht verteilen. Hallo, Frau, mitkommen. Hallo? Jetzt aber, kommt. Fortig. Bevor noch mehr kommen. Ist er, der Eingang zur Zitadelle? In der Tat. Hoffentlich haben wir alle Hashishin hinter uns gelassen. Irgendwie bezweifle ich das. Aber wir werden es erfahren, richtig? Meine Forschung hatte ergeben, dass in der Ruine der Zitadelle von Ascalon ein wichtiger Hinweis verborgen war. Eine alte Karte, die zum Becher Christi führte. Es war bislang unsere vielversprechendste Spur, aber die Hashishin würden es uns mit Sicherheit nicht leicht machen. Okay. Das war jetzt ein richtig blöder Schnitt, weil ich mitten im Part stecke, aber... Nun denn, Celion, sagt ihr mir jetzt, was wir hier suchen? Alles begann mit einem Text von Hugo von Payern, dem Begründer des Templerordens. Darin ist vom Gral die Rede und von anderen Aufzeichnungen, die er hinterlassen hat. Eine davon muss hier sein, mit einer Karte, die zum Heiligen Gral führt. Wenn ihr daran glaubt, sollten wir sie holen. In dem Text ist von drei Prüfungen die Rede, drei Proben. Wir müssen uns ihnen stellen. Wieso erinnert mich das an Indiana Jones? Die Hashishin sind hier! Vorsicht! Schließen wir das Gitter hinter uns! Rasch, bevor sie hereinschwärmen!
Ah, sie muss auch noch eine. Genau. Ich lache euch aus. So. Dann gehen wir mal weiter und gucken uns um. Dieser Ort fällt auseinander. Hoffentlich bricht er nicht über unseren Köpfen zusammen. Weniger labern. Mehr Scheiße betätigen. Again. Das scheint wirklich ein Hobby von ihm zu sein. Und eine Tafel. Möge eure Seele rein sein und euer Weg rechtschaffen. Denn nur wer die Prüfungen besteht, wird sich erheben und den Herrn erreichen. Das klingt irgendwie spannend. Prüfung des Geistes. Die sicheren Gänge sind zu eng und die Feuerfallen stehen zu dicht beieinander. Ja, wir gehen besser getrennt hindurch. Oder auch nicht. So. Warum denke ich, dass die Dinger loslaufen, sobald ich sie da renne? Es war so klar. Oha. Ich glaube, ich schaff's. Ah, noch so ein Fallenlevel. Ich hasse Fallen. Ich hab ein Timing wie ein Abtauen der Kühlschrank. 6 bis 8 Stunden. Was macht sie? Genau. Ich muss da jetzt nochmal durch. Ich hasse euch. Wo kommt ihr her? Wieder die Hashishin. Sie haben also einen Weg in die Zitadelle gefunden. Darum kümmern wir uns noch. Haltet einfach die Augen offen. Hier kommen wir keinesfalls durch. Ja, wir sollten zurückgehen und einen anderen Weg suchen. Ja, sehr schön. Ja, nicht schlecht. Oh, Beschleunigung. Das ist immer gut. Habe ich schon gesagt, dass ich solcherlei Fallen hasse? Wiederbeleben? Ich hab Wiederbeleben nicht mehr geskillt. Hallo? Hallo? Doch, hier wiederbeleben.
ausleeren, glaube ich. Rasche Konzentration, verbesserte Konzentration, verbesserte Hass. Ja, ja. Ja, okay. Wie man es richtig macht, seht ihr beim nächsten Mal. Dann, ja, machen wir ab dem Checkpoint hier weiter. Und wir verabschieden mit dem, ja, Bild dieser misslichen Lage. Auf Wiedersehen, euer Rotebärt.